auf, das Erlebte niederzuschreiben. Noch heute zittern meine Hände, wenn ich an die armen Seelen von Gatineau denke. Nie werde ich sie vergessen. Die schreienden Frauen, die brennenden Häuser, die weinenden Kinder. Ein flammendes Inferno. Genau wie er es vorhergesagt hat. Genau wie jede der Katastrophen, die er vorhergesagt hat. Er mag ein Mann des Glaubens sein, dieser Zandona. Er mag ein Prophet sein. Aber ist er auch ein Mann Gottes? Müßig darüber zu sinnieren. Ich habe versagt. Der Schlüssel lag in meinen Händen. Der Schlüssel, all die noch drohenden Katastrophen aufzuhalten, den Lauf der Dinge zu ändern. Die brennenden Berge, die große Flut, die Apokalypse. Vielleicht lag es an mir, sie zu verhindern, doch mein Glaube war schwach. Der Schlüssel lag all die Jahre gut versteckt in den Ruinen von Gatineau. Und der Heilige, der mir den Weg dahin wies, erschien mir jede Nacht im Traum. Aber um dorthin zurückzukehren, war meine Furcht zu groß. Ich habe versagt. Und so bleibt mir nur die Hoffnung. Die Hoffnung, dass jene nach mir kommenden Brüder und Schwestern nicht wie ich den Irrlichtern der Angst, des Zweifels und der Schwäche erliegen mögen. Die Hoffnung, dass sie den einzigen noch bleibenden Weg tapfer beschreiten. Stark im Glauben und furchtlos in der Tat. Ich bete zu Gott, dass es so sein möge. Denn sonst werden auch die letzten Prophezeiungen eintreten und unser aller Schicksal ist besiegelt. Möge der Herr mit euch sein. Möget ihr stark genug sein, den Schlüssel zu nehmen und euch dem von Zandona prophezeiten Ende entgegenzustellen. Vergebt mir, Schwester Elise. Der Arm zeigt in Richtung der Ruinen von Gatineau. Wohin genau ist von hier aus schwer zu sagen. Gute Idee. Wenn ich den Laserpointer auf den Arm lege, dann kann ich mit etwas Glück herausfinden, wo genau der Arm hinzeigt. Das Schild lässt sich drehen. Noch ein klein wenig nach links. Noch ein klein wenig nach links. Noch ein klein wenig nach links. Das Schild bildet jetzt eine Linie mit dem Arm der Statue. So, jetzt müsste der Laserpointer genau in die Richtung zeigen, in die auch der Arm zeigt. Mal schauen, wo er mich hinführt. Ich habe mir ein wenig Erde ausgeliehen und damit das Stoffsäckchen gefüllt. Ich hoffe, der Herr Maulwurf wird mir verzeihen.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Was? Oh, hallo. Ist wohl letzte Nacht etwas spät geworden, was? Entschuldigung, ich muss eingeschlafen sein. Ja, scheint so. Gehören Sie zur Baufirma? Ich? Nein, wieso? Hätte ja sein können, dass das Elend hier mal ein Ende hat. Was kann ich für Sie tun? Ich will ja nicht an Ihrem Geschäftsmodell zweifeln, aber lohnt es sich wirklich, hier einen Imbisswagen hinzustellen? Nein. Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen die Frage jetzt vollkommen überflüssig erscheinen mag. Warum stehen Sie dann hier? Vor einigen Monaten wurde beschlossen, dass hier mit dem Bau eines neuen Freizeitparks begonnen werden soll. Daraufhin habe ich meine Beziehungen spielen lassen und einen Exklusivvertrag ausgehandelt. Ich sollte die Arbeiter vor Ort bewirten. Kein anderer durfte mir Konkurrenz machen. Eigentlich ein super Deal. Aber? Sehen Sie hier irgendwelche Arbeitermassen? Naja, von Massen zu sprechen wäre vermutlich leicht übertrieben. Ja, leicht. Was ist passiert? Die haben irgendeine seltene Pflanzenart entdeckt und daraufhin alle Bauarbeiten unterbrochen. Jetzt beraten Sie, wie es weitergehen soll. Aber das kann dauern. Lange dauern. Und warum sind Sie dann noch hier? Weil in meinem Vertrag steht, dass ich mich verpflichte, jeden der anwesenden Arbeiter zu verpflegen. Oder ihnen zumindest die Möglichkeit gebe, sich verpflegen zu können. Solange also dieser werte Herr Landvermesser noch da ist, muss ich auch bleiben. Sonst drohen Konventionalstrafen. Sie müssen für einen einzigen Arbeiter den ganzen Tag hier rumstehen? Das ist doch krank. Ja, sowas nennt sich Vertragsrecht. Ich sehe das also richtig. Sie müssen hier den ganzen Tag rumstehen für einen einzigen Arbeiter? Ja, ich komme in aller Herrgottsfrühe her und kann erst wieder weg, wenn der feine Herr Landvermesser sich am späten Nachmittag in seinen Geländewagen setzt, um sich in den Feierabend zu verabschieden. Herzliches Beileid. Danke. Was gibt's denn Leckeres zu essen? Nichts. Nichts? Das hier ist doch ein Imbiss, oder? Oder doch nicht? Vielleicht ein getarnter Stützpunkt der Triaden? Sehr witzig. Hier ist nur ein einziger Arbeiter und der bringt sich sein Essen selbst mit. Also wozu sollte ich da den Grill erst anmachen? Kauft doch sowieso keiner was. Okay, überzeugt. Und eigentlich mag ich auch gar kein chinesisches Essen. Würde es heute auch nicht geben. Okay, es gibt derzeit gar nichts. Aber wenn es was geben würde, dann würde es heute kein Chinesisch geben, sondern stinknormalen Imbissfraß. Unterhalten wir uns gerade darüber, was es geben würde, falls es etwas geben würde? Ich glaube schon. Okay, wechseln wir das Thema. Ich entlasse Sie dann mal wieder ins Reich der Träume. Doch lieber einen anderen Glückskeks? Ich lege meinen alten mal zurück und nehme... Der sieht nicht sehr glücklich. Warum müssen diese Kekse eigentlich immer so widerlich schmecken? Aber vielleicht ist das der Preis dafür, dass man dann eine der unglaublich präzisen Lebensweisheiten erhält, die sich darin befinden. Diese hier lautet, wenn am umgekehrten Ende... Ich nehme mir mal ein... Der sieht nicht sehr glücklich. Wieder ein Wie... Wenn früh... Ich nehme mir mal ein... Wieder ein widerlicher Keks weniger und eine großartige Weisheit mehr. Diese hier lautet, wenn du sowohl das Unglück deines Nächsten als auch die Warnung ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen. Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Wieder ein widerlicher Keks weniger und eine großartige Weisheit mehr. Diese hier lautet, pass auf, denn der große Zeiger folgt dem Kleinen so lange ohne Unterlass, bis auch seine Zeit abgelaufen ist. Der Zettel aus dem, wenn du sowohl das...
Entschuldigung? Was? Was? Entschuldigen Sie die Störung, aber gäbe es irgendwie die Möglichkeit, diese großartige Lebensweisheit wieder in einen Glückskeks zu kriegen? Klar, man muss einfach nur einen neuen Keks backen. Würden Sie das für mich tun? Na gut, ich habe hier eh nichts Besseres zu tun. Vielen Dank. Ein frisch gebackener Glückskeks. Wenn ich mich richtig erinnere, dann lautet die darin steckende Lebensweisheit: Wenn du sowohl das Unglück deines Nächsten als auch die Warnung ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen. Es muss dringend mal was gegen den Schilderwald auf französischen Baustellen getan werden. Kann ich noch mal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Der Geländewagen, der da vorne auf dem Parkplatz steht, gehört er Ihnen? Ja, wieso? Och, nur so. Aha. Ich will Sie ja nicht beunruhigen, aber eigentlich muss ich das wohl. Wieso? Was ist passiert? Sie sollten sich mal Ihr Auto anschauen. Hier. Das Schild warnt vor Steinschlag und der erste große Brocken hat bereits das Auto neben Ihrem getroffen. Sie haben recht. Normalerweise müsste ich mir tatsächlich Sorgen machen. Aber? Aber mein Horoskop sagt, dass heute mein Glückstag ist. Und dementsprechend mache ich mir da keine großen Sorgen. Sie ignorieren alle drohenden Gefahren nur, weil Ihr Horoskop irgendwelche schwammigen Andeutungen macht? Es ist wie mit fast allen Dingen im Leben. Wenn man ganz fest an etwas glaubt, dann wird es auch geschehen. Puh, Sie sind nicht zufällig Anhänger dieser Puritas Cordis-Sekte, oder? Puritas was? Schon gut. Wenn Sie der Meinung sind, dass man nur wegen eines Horoskops selbst die offensichtlichsten Anzeichen drohender Gefahr ignorieren muss. Ja, der Meinung bin ich. Und solange mir das Horoskop nichts anderes sagt, bleibe ich auch bei dieser Meinung. Ich habe hier einen ganz frisch gebackenen Glückskeks für Sie. Oh, das ist aber nett. Das hört sich gar nicht gut an. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Mein Horoskop hat mir eigentlich einen sorglosen Tag prognostiziert. Aber vermutlich sollte ich auf die Hinweise achten, die mir der Glückskeks gegeben hat. Sonst passiert am Ende doch noch ein Unglück. Die Lebensweisheit aus dem Glückskeks scheint ihn schwer zu beunruhigen. Kann ich noch mal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Dieser eine Glückskeks, den ich Ihnen gegeben hatte, der scheint Sie wirklich zu beunruhigen, oder? Ja, ein bisschen schon. Dabei dachte ich eigentlich, mir könnte heute nichts mehr passieren. Und das hat sich jetzt geändert? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall muss ich ganz genau aufpassen. Wenn ich die Warnung ignoriere und auch noch das Unglück meines Nächsten nicht beachte, dann wird mich das Unheil heimsuchen. Hoffentlich verpasse ich die Zeichen nicht, die mir das Schicksal gibt. Ich möchte nicht drängeln, aber wenn ich Sie wäre, dann würde ich mir um mein Auto wirklich Sorgen machen. Sollte ich? Sie sollten. Das Schild Achtung Steinschlag, der schon etwas deformierte Wagen daneben. Und denken Sie an die Warnung aus dem Glückskeks. Wenn du sowohl die Warnung als auch das Unglück...